Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Fragestellung Kohlenhydrate, Jojo-Effekt. Warum eigentlich? Also, die Kohlenhydrate, leckere Kohlenhydrate sind ja zum Beispiel hier so ein Krapfen oder Berliner. Wie nennt ihr das eigentlich? Schreibt mir mal in die Kommentare. Ihr Lieben, bei den Kohlenhydraten ist es ja so, dass der Blutzucker hochgeht. Warum, wenn ich diese Kohlenhydrate, die leckeren Kohlenhydrate alle weglasse, warum habe ich dann immer einen Jojo-Effekt? Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und zur Fragestellung zurück. Ich hatte eine junge Patientin in der Praxis, die die Fragestellung hatte, man kann ja so viele Diäten machen. Kohlenhydrate in der Regel wird ja immer empfohlen wegzulassen. Und dann ist die Frage, warum, wenn man damit wieder aufhört, gibt es hinterher überhaupt diesen Jojo-Effekt? So, also gucken wir einmal ein bisschen rein in die Struktur des Körpers. Wenn wir die Kohlenhydrate haben, dann geht die, in diesem Falle, für alle, die das noch nicht wissen, die Kohlenhydrate ist immer der Mehlanteil oder der Zuckeranteil. Das Mehl wird am Ende immer zu Zucker, also zu Glucose im Körper. Und bei der Glucose zum Beispiel, wenn ich jetzt viele Kohlenhydrate esse, dann haben wir sozusagen diesen hohen Blutzucker in der Blutbahn. Das ist also eine Blutbahn mit viel Zucker drin. Und wenn wir viel Zucker, viele leckere Kohlenhydrate haben, viele leckere Kohlenhydrate haben, dann ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse an der Stelle einfach über diese Beta-Zellen, die sind hier so ein bisschen bläulich dargestellt, das ist hier die Bauchspeicheldrüse, hier habt ihr den Darm, hier ist die Niere. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse selber produziert dann das Insulin, damit der viele Zucker aus der Blutbahn in die Körperzelle geschleust wird. Und es ist so, dass der Zucker auch mit Bewegung aus der Blutbahn in die Zelle geschleust werden kann. Wenn ich aber Kohlenhydrate esse und zum Beispiel abends auf dem Sofa sitze, dann haben wir immer diesen Effekt, dass zusätzlich mehr Insulin produziert wird und aus den leckeren Kohlenhydraten schneller sozusagen Körperfett wird. So, wo gibt es jetzt den Jojo-Effekt? Wenn ich die Kohlenhydrate weglasse, Leute, ich übe hier mit meiner Kamera, aber so ganz bin ich noch nicht angekommen. Merkt ihr wahrscheinlich, weil ich immer so hin und her gucke. Also zu den Kohlenhydraten zurück. Wenn wir die Kohlenhydrate haben, dann geht ja der Blutzucker hoch. Und es ist immer so, wenn ich jetzt an der Stelle wenn wir die Kohlenhydrate weglassen, haben wir sozusagen nur ganz wenig Zucker in der Blutbahn. Und dieses wenig Zucker oder gar kein Zucker, weil wir lange keine Kohlenhydrate essen, dann ist es immer so, dass die Leber Ersatzzucker macht. Und dieser Ersatzzucker ist dafür da, wieder Zucker in die Blutbahn zu schieben. Das heißt, das Glukagen der Leber wird dann produziert, um den Körper mit Energie, also mit Zucker zu versorgen. Und es ist so, dass das Gehirn, ihr habt ja so ein kleines Gehirnchen, ja, das Gehirn sozusagen will immer 99% Zucker haben. Und wenn es diesen Glukoseanteil, zum Beispiel auch aus gesunden Lebensmitteln, nicht bekommt und immer das Gehirn sieht, hier ist kein Zucker in der Blutbahn, dann schmeißt es immer die Leber an, die dann Ersatzzucker liefert. Und wenn die Leber in Dauerschleife produziert, dann habe ich in Dauerschleife immer Leberzucker, der produziert wird. Und dieser Leberzucker kann dann übrigens auch zu Körperfett funktionieren, weshalb ich zum Beispiel nach Keto, nach Low Carb, nach Fasten oder Ähnlichem auch schnell wieder einen Jojo-Effekt kriege. Häufig ist der Jojo-Effekt damit begründet, dass ich irgendwann wieder die Kohlenhydrate einpacke. Also natürlich auch helles Toast, Baguette, Kuchen, Kekse, Schokolade, das gehört ja alles dazu. Und in dem Moment ist es so, dass wir den Blutzucker sozusagen, der vorher mit wenig Zucker war, wieder mit mehr Zucker durch die Kohlenhydrate preschen. Und dann wird dieser Zucker gespeichert. Das heißt, die Leber kann Zucker aufnehmen und speichern, beziehungsweise den Zucker zu Körperfett umwandeln, was dann auch immer diese Leberverfettung macht. Und es kann passieren, der Jojo-Effekt, darin, dass sozusagen der Körper die Zuckerstruktur speichert, weil er jede andere Ernährungsform mit einem Defizit, also Defizit an Zucker, immer für den Körper eine Diät ist.
Und das Gehirn merkt sich das, Leute. Das heißt, das Gehirn pauscht den Grundumsatz runter, also Kalorienverbrauch in Ruhe, unter jeder Diätform. Und damit macht ihr euch den Grundumsatz auch kaputt. Also das, was in Ruhe an Kalorien verbraucht wird. Das heißt, wenn ich dann wieder was esse oder vielleicht mal ein bisschen was Leckeres esse, dann pushe ich sozusagen schnell den Blutzucker wieder hoch. Das Gehirn merkt sich das. Und weil das Gehirn sowieso gerne Zucker haben will, ist es an der Stelle so, dass der Zucker dann sozusagen gespeichert wird. Und das Gehirn versucht immer, wenn wir aus der Diätphase wieder rauskommen, die Dinge zu speichern, weil er nicht weiß, wann ich wieder Diät mache. Also an der Stelle seid vorsichtig. Ich habe gerade gestern wieder eine Empfehlung gehabt für eine Patientin, die soll unbedingt Fasten machen. Ganz ehrlich, die hat nur 2 Mahlzeiten gegessen. Die hat den ganzen Tag schon nichts gegessen. Und dann kommen die Ärzte immer an, Entschuldigung, dass ich ja immer sage, und hauen Fasten oder Low Carb raus, obwohl die Leute eh schon so wenig essen. Also ich meine, das ist ja irgendwie alles ein bisschen, ne? So, also die Patientin hat es auch nicht mitgemacht. Die war ja dann bei mir in der Beratung. Wir haben uns das dann angeguckt. Die hat dann Essen angepasst. Und Ziel ist ja auch, keinen Jojo-Effekt zu haben. So, ihr Lieben, also, ne? Gehirn speichert, was ihr alles macht. Und Gehirn erinnert sich auch daran, was wir gemacht haben. Das heißt, Jojo-Effekt ist immer der Ausgleich von der Struktur, die ich vorher nicht hatte. Das heißt, der Körper holt sich das, was er haben will. Das heißt, an der Stelle gesunde Mischkost, Essen, ne, einbauen, damit ihr die Dinge, die der Körper benötigt, für Muskelzelle, für Gehirnzelle, the brain, am Ende auch wirklich da ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, zum Beispiel zu einem Video, schreibt mir einfach gerne in die Kommentare. Ganz liebe Grüße und habt einen schönen Tag.